Hallo, Servus und moin moin, liebe Leute, und willkommen zurück hier zu Sengoku Dynasty. Wir haben ja schon ein bisschen. Moment, können wir den einmal runterlassen? Wenn wir einen Eimer hätten, okay. Da müssen wir mal schauen. So können wir keinen Eimer herstellen. Heißt, wir müssen da irgendwie anders ran. So, ich guck noch mal kurz in unser Inventar, wie das mit unseren Werkzeugen aussieht. So, wir brauchen so ein paar Sachen auf jeden Fall. Okay, pass mal auf, ich würde sagen, damit wir alles noch mal da haben, machen wir einmal die Axt. Dann den Hammer brauchen wir noch mal. Das Steinmesser. Die Spitzhacke. Die Dechsel. Und ich weiß nicht, können wir noch einen Speer herstellen? Ja, können wir auch noch. Da würde ich tatsächlich. Vier Stück habe ich. Wollen wir noch mal rein? Geht nicht. Ich habe keine Holzstämme mehr. Ich habe auf jeden Fall ganz gerne die Werkzeuge zweimal, weil wenn die uns kaputt gehen, Leute, dann verlieren die, wenn wir neue bauen, ihren Standardplatz. Wir müssen die also jedes Mal neu zuordnen. So, die Frage ist, was machen wir als nächstes? Holen wir uns erstmal Akku oder Aki ins Dorf? Könnten wir eigentlich machen. Helfen wir den Dorfbewohnern? Oder bauen wir erstmal komplett neue Gebäude, wie zum Beispiel eine Holzfällerhütte oder sowas, damit wir das nicht alles selber machen müssen? So, ich würde sagen, wir sprechen erstmal mit dem Unrein, also helfen wir den Dorfbewohnern zuerst mal. Gucken, was wir für ihn tun können. So, und wir kriegen auch schon wieder Hunger. Ist schon wieder halb weg, Leute. Müssen wir mal gucken, dass wir Lager und so gebaut kriegen demnächst. Damit das alles hier nicht so weg damit. So, wie viel Essen haben wir denn? 42, so. Die haben wir aber nicht mehr lange. Jetzt schon 16 sind über, damit wir so halbwegs gesättigt sind. So, jetzt gucken wir erstmal, wie wir dir helfen können. Warte mal. Oh. Toshiri meinte, du könntest Hilfe brauchen. Mit dem alten Higobei? Na, dann bist du spät dran. Er macht gerade seine letzten Atemzüge da drin in Taros Hütte. Ihm kann man nicht mehr helfen. Was hat's mit Higobei auf sich? Er weigerte sich, Sasugi zu verlassen, nachdem sein Haus abgebrannt war. Taro bot ihm an, ihn aufzunehmen, und so zog Higobais Familie nach Adatani. Ihm gehört das, ihm geht dort das Essen auch aus, aber sie brachten ihm immer wieder Reis. Der alte Higobei wollte nie jemanden zur Last fallen, also ging er in den Wald, suchte nach Pilzen. Scheinbar hat er die Falschen erwischt, du siehst ja, was er davon hat. Also gibt's nichts, was wir tun können. Nein, auch wenn Martha das wahrscheinlich anders sehen würde. Sie ist die Kräuterkundige hier. Ich traue ihr nicht. Sie spielt ein bisschen zu viel mit Kräutern und Pilzen, wenn du mich fragst. Du weißt nie, was dich erwartet, wenn du von ihrem Gebräu trinkst, aber manches davon kann helfen. Das muss ich ihr lassen. Okay, ich rede mal mit ihr, Leute.
paar Pflänzchen nehmen wir noch, ne? Von den Gobo-Pflanzen. So, und dann wollen wir mal gucken, wo finden wir die Kräuterkundige. Bist du die Kräuter? Nee, das ist Sayuri. Sprich mit Martha über Hikobai. Heißt, wir verfolgen mal die Quest, ne? So, Martha, wo ist Martha? Ach, da hinten. Wollen wir mal sehen, was wir tun können, um dem Alten zu helfen. Hallo, Martha. Ein Mann liegt im Sterben. Ich möchte ihm helfen. Was hat er genau? Was ist passiert? Pilze gegessen, bla, oder? Okay, du meinst sicher den alten Hikobai. Es gibt Arzneien, die ihm helfen könnten, aber das könnte schwierig werden. Du kannst sie nicht herstellen, natürlich kann ich das. Aber du musst entscheiden, welche ich herstellen soll. Wie soll ich denn die richtige Arznei wählen? Ich bin kein Heiler. Heilo. Okay, die eine wird ihm eine kleine Chance darauf schenken, zu überleben. Aber Hikobai wird leiden. Am Ende gibt's keine Garantie auf einen glücklichen Ausgang. Die andere wird nur seine Schmerzen lindern. Er wird weniger leiden, aber sterben. Leute, komm. Jetzt heißt's auch noch moralisch hier zu handeln. Wenn er die Möglichkeit hat, würde ich sagen, probieren wir es mit den probieren wir sein Leben zu retten. Ich weiß nicht, welche Wahl hättet ihr getroffen, liebe Leute? Gobo-Wurzeln. Okay. Die haben wir gerade ja sowieso gesammelt, aber vorher werden wir noch mal hier ein paar Weinbeeren für uns mitnehmen. So, 3 Gobo-Wurzeln braucht er bloß. Die könnte ich eigentlich schon haben, ne? 3 Stück könnten wir schon haben. Wollen wir gleich mal gucken, ob's das schon reicht. So, da sind auch noch mal ein paar. 43. Leute, wir haben 43. Reicht mehr als, oder? Was haben wir denn hier noch für Pflanzen, die roten, mit denen können wir nichts anfangen. So, Weinbeeren will ich eigentlich wieder so um die 40, 50 soweit haben, damit wir das nächste Essen auf jeden Fall sauber haben. So, ich habe die Gobo-Wurzeln für dich gefunden. Das hast du. Und sie wird jetzt eine Weile brauchen. So gut wie fertig. Hast du gut gemacht. Und hier verabreiche dem Kranken dieses Gegengift. Das sollte ihn vor dem Tod bewahren, aber er wird leiden. Ja. So, jetzt heißt es den alten Hikobai finden. Der wird, so wie es aussieht, da drüben
bei dem unreinen Wohnen. Na gut, dann haben wir ihm geholfen, ihn irgendwie zumindest. Hi, ich gehe nur mal kurz hier so, ne? Hallo Greis, Hikobai. Hier, trink das. Was? Was ist das? Bin ich tot? Nee, du wirst leben. Vielleicht ist ein Gegengift und so, ne? Was? Wie? Wie konntest du mir das antun? Wir werden alle sterben. Oh nein, der Schmerz. Okay, jetzt reden wir mit Matsamuri. Hikobai sieht schon wieder lebendiger aus, oder? Na, wenn das nicht mal eine Überraschung ist. Ich hätte nicht gedacht, dass der alte Mann es noch in sich hat. So, wie geht's jetzt für ihn weiter? Er wird wahrscheinlich überleben, aber erwarte keine Dankbarkeit dafür. Ich bringe ihn zu seiner Familie in Aratani, zu seiner Familie in Aratani zurück, sobald es ihm besser geht. Du bist das Risiko eingegangen und hast sein Leben gerettet. Die Leute hier werden das nicht vergessen. Okay, und damit haben wir ein neues Schema erhalten, nämlich die Öllampe. So, wir haben jetzt das zweite Haus. Also irgendwie müssen wir aber den Eimer noch fertig, oder irgendwo müssen wir einen Eimer kriegen. Und wir holen mal eben, wo habe ich den Hammer? Den habe ich da. Im Menü öffnen. Was können wir denn? Können wir denn so ein Hämmerchen machen? Dekorationsgegenstände? Nee. Einrichtung auch nicht. Oder was ist das? In Lagern aufgestellt werden. Produktionsstätten. Okay, was können wir denn hier machen? Eine Brauerei? Nee. Schneider? Nee. Sammlerhütte? Eine Schmiede können wir noch. Eine Fischerhütte können wir noch. Die Jagdhütte könnten wir. Bergbauposten. Also kommen noch einige auf uns zu. Nehmen wir mal die Holzfällerhütte oder zuerst die Sammlerhütte. Ich glaube, die Sammlerhütten. Nahrungsmittellager. Kräutermahlzeiten, Pflanzen und andere verzehrbare Werkzeuge, Zubehör. Und was haben wir noch? Schneider, Jagdhütte, Bergbau, Holzfäller. Holzfällerhütten Einrichtung, Dynastie Holzlager, Hobelbank. Ich weiß echt nicht, wo wir anfangen sollen, Leute. Beziehungsweise, doch, ich glaube, ich habe eine Idee. Wir machen so: Wir machen erstmal. Die Sammlerhütte. Für Nahrungsmittel. Moment, kann nur auf Einrichtungsraster platziert werden. Jetzt brauchen wir noch ein Einrichtungsraster. Wo kriegen wir das denn her, Leute?
Ja, gut, da müssen wir anders schauen. Also, was haben wir denn hier alles? Und den Brunnen haben wir, Handelsgebäude, Zäune, Tore. Einfaches Lagerhaus. Okay. Heißt, wir werden mal sehen, dass wir das erste Lagerhaus hier irgendwo hinkriegen. Ich bin am Überlegen, am besten in die Nähe des Brunnens. Oder hier. Das wird ja sowieso alles noch abgerissen. So, wir brauchen Bambus. Okay. Und Holzstämme brauchen wir auch noch. Wir brauchen Bretter und wir brauchen Stroh. Gut, Stroh können wir herstellen. Ja, wisst ihr wohl. 12 Stück. Wir bestätigen. Ach, der macht das schon wieder nicht, ne? Der macht immer nur einen. Warum? Jetzt macht er. Okay. Okay. Und jetzt habe ich ein Problem. Wir haben nämlich. Ja, jetzt. Ich konnte mich gerade nämlich nicht bewegen, Leute. Na gut, wir brauchen Bambus noch, wir brauchen Holzstämme und wir brauchen Bretter, würde ich sagen. Also interessanterweise, funktioniert gerade meine Tastatur nicht und hier, ich kann nichts machen, Leute. So, warum kann ich nicht wechseln? Also, da müssen wir noch mal gucken. Wir machen mal so einen Respawn, gucken, ob das funktioniert. Denn gerade. Okay, war wohl ein kleiner Bug, aber da haben wir jetzt zumindest die Möglichkeit gehabt, uns nochmal zu befreien. Dafür sind wir auch wieder mega hungrig. Also die nehmen wir, dann werden wir jetzt noch ein paar Bäume hacken für Bretter. Daraus machen wir jetzt Bretter. Neun Stück haben wir, da brauchen wir natürlich noch einige.
die mag ich gar nicht fällen, Leute. Die mag ich ja nur gar nicht fällen. Können wir auch gar nicht. Also geht es ein bisschen weiter in den Wald rein. So, dann brauchen wir aber auf jeden Fall noch mal. Wir versuchen es noch mal mit dem Stroh, Leute. Ah, jetzt funktioniert's. Das Lager will ich auf jeden Fall auch fertig kriegen heute, so dass wir hier wirklich Stück für Stück so einzige, was wir noch brauchen, ist Bambus. Jetzt heißt es Bambus suchen. Hier können wir schon mal wieder neu machen. Ich meine zumindest bei unserem letzten Mal, wo wir den Weg hier entlang gegangen sind, an der Brücke, beziehungsweise vor der Brücke, da sind wir doch irgendwo auch auf Bambus gestoßen. Ne? Zu dir kommen wir später noch. Bin mir sicher, dass wir hier irgendwo Bambus hatten. Aber ich meine, das war noch weiter vorne. Vielleicht sogar auf dem anderen Weg. Also ein paar Blümchen sammeln wir. Wer weiß, wofür die gut sind. Und dann müssen wir den Weg nochmal zurück. Ich bin mir zu sicher, die Brücke können wir momentan noch nicht machen. Ist ein Sonderauftrag oder eine Special Quest oder so. Die können wir erst machen, wenn die freigeschaltet wird. Da brauchen wir noch ein bisschen Erfahrung wohl. Moment, hier bei den... Da haben wir ihn doch, Leute. Keine Ausdauer mehr. Na gut, dann können wir in der Zwischenzeit ja noch mal was essen. Hatten wir nicht auch noch einen Fisch oder so? Aber das ist wahrscheinlich alles schon weg. Also okay, wir müssen wirklich zusehen, dass wir unser Hungerproblem und das Nahrungsmittelproblem in den Griff kriegen, und das ziemlich schnell.
Also das reicht auf jeden Fall, denn eigentlich brauchten wir ja bloß 4, so viel ich weiß. So, die Steine brauchen wir auch gleich wieder. Und ach verdammt, aber auch also wir brauchen noch Stöcker und wir brauchen noch Stroh, also weiter im Text mehr Stroh herstellen. Wir brauchen Stöcker. Dazu würde ich sagen, machen wir noch mal so eine olle Hütte kaputt. Da kriegen wir auch immer Stöcker zurück. So, Schuppen haben wir. Dann wählen wir für Arco schon mal ein Haus aus im Dynastie-Menü. Dann sprechen wir mal wieder mit Toshishi. Ich will den Leuten hier so helfen, wie du vorgeschlagen hast. Natürlich lass mich dir dabei helfen. Mir fallen 3 Leute ein. Ein Krieger, eine Priesterin und ein Unreiner. Okay, den Unreinen hatten wir eh schon. Was mit dem Krieger? Er hält sich für den Beschützer der Leute hier. Er gibt sich wie ein Krieger, aber er ist von keiner bedeutenden Abstammung. Er ist eher einer von uns. Geachtet von dem einen, gehasst von den anderen. Ich weiß nicht, was er im Moment so tut, aber er wird sicher einen Weg finden, dich für seine Arbeit oder dich für ihn die Arbeit machen zu lassen. So, und die Priesterin ist unsere Miko, eine Priesterin, die sich um den Schrein kümmert. Eine sanftmütige Frau sorgt sich, dass die Kami, die göttlichen Geister, sich von uns abgewandt haben könnten oder eigentlich, dass wir uns von ihnen abgewandt haben und so weiter. Unterhalte dich, vielleicht kann ich sie trösten. Okay, Priesterin trösten sollte kein Problem sein, aber wir müssen, glaube ich, noch mit Arco sprechen, ne? Wird uns zwar jetzt hier nicht speziell gesagt. So, da hinten sind nochmal Beeren. Wir müssen nämlich wieder zusehen. Also gerade die Beeren sind momentan echt wichtig. Wir müssen auch noch mal sehen, dass wir eventuell mit der Jagd beginnen. Mit der Jagd beginnen, Leute.
Damit können wir nichts anfangen. Das ist, glaube ich, der alte, ne? Das. Nee, Akku. Akku. Wie gefällt dir dein neues Zuhause? Als ich dort lag am Strand, da dachte ich, das wäre das Ende, nicht der Anfang. Also danke, lass uns diesen Ort zusammen wieder aufbauen. Ja, ist eine gute Idee. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier noch so rumliegen haben. Können wir irgendwas kochen? Gobo-Wurzeln können wir kochen. Da nehmen wir doch 20. So. Ich hoffe, dass die ein bisschen mehr Energie geben als die Beeren. Okay, und jetzt wird es eh wieder dunkel. Dann nutzen wir die Zeit, die wir zurück zum Dorf gehen und sammeln noch mal ein bisschen hier ein. Sich Akku noch nicht von da fortbewegt hat, verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Da müssen wir noch mal in die Dynastieliste gucken, so wie es aussieht. Und dann brauchen wir Dynastie Level 5. Also wir schauen hier noch mal rein. So, wir sind zwei Erwachsene. Dorfbewohner. Old Town. Zwei Arbeitslose. Okay, Leute. Das war's nämlich. Dynastielagergebäude. Bevölkerung. Noch ist er happy. Und Sammler im kleinen Brunnen. Natürlich hat sie da das Problem. Da brauchen wir erstmal den Eimer wieder für. Und das kann sie alles nicht, weil wir keine... Oh. Wir müssen natürlich dann noch mal gucken. Wir haben kein Nahrungsmittellager. So, heißt, wir haben für den morgigen Tag schon wieder die nächste Aufgabe, nämlich ein Nahrungsmittellager herzustellen. Ich schaue aber nochmal eben hier mit unserem Holzhammer. Das Nahrungsmittellager, können wir dann eventuell in die Scheune packen, weil wir brauchten ja
Gebäude. Produktionsstätten, Lagergebäude. Das Allgemeine. Ach, guck an. Ach, guck an. Da haben wir es. Wasserspeicher, Nahrungsmittellager. Okay, wir haben das Falsche gebaut, Leute. Okay, heißt für morgen werden wir uns dann so ein Nahrungsmittellager erstmal irgendwo hinstellen müssen. Aber da möchte ich schon sehen, wo das genau steht, und dafür ist es im Moment noch ein bisschen dunkel. Okay, Leute, wir haben den heutigen Tag überstanden. Ich würde aber gerne noch mal so eine Wurzel essen, um einfach zu schauen, wie viel die uns gibt. Das ist jetzt die gekochte. Naja, gut. Satt werden wir davon auch nicht, Leute. Gut, ich würde sagen, hier machen wir einen Cut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder mit dem Bau der Nahrungsmittellagers. Und, oder vielleicht doch. Es ist alles zu tun, Leute. Wir brauchen Wasserlager, wir brauchen Nahrungsmittellager. Wir brauchen die Schreinerei, dafür brauchen wir aber erstmal Holzfäller. Okay. Wird einen harten Tag morgen. Wenn es euch gefallen hat, liebe Leute, lasst gerne einen Like, einen Kommentar da. Wenn ihr Tipps und Tricks habt, ohne dabei zu spoilern, gerne in die Kommentare. Ich sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao und bleibt gesund.